Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute erläutern, was das Schrödingers Katze-Paradoxon mit meiner Sammlung zu tun hat. Aber dazu sollten wir erstmal klären, was das Schrödingers Katze-Paradoxon überhaupt ist. In der Quantenphysik existiert ein sogenanntes quantenmechanisches Unbestimmtheitselement. Durch das kann nicht genau vorhergesagt werden, wann zum Beispiel ein radioaktives Teilchen zerfällt. Das heißt, es gibt so einen Zustand, kann sein, muss auch noch nicht sein. Zu diesem Phänomen hat Erwin Schrödinger ein Gedankenexperiment erstellt. Und wie dieses Gedankenexperiment aussieht, das will ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Erwin Schrödinger hat eine kleine Box genommen und in diese Box hat er folgende Sachen hineingelegt. Ich mache die Box erstmal auf, sonst kann man da auch schlecht was reinlegen. Er hat unter anderem einen Hammer genommen, dann hat er hier einen Zufallsgenerator oder einen Zufallszeitgeber genommen und hat ihn da auch mit hineingepackt. Der Zufallszeitgeber gibt einen Impuls heraus zu einer bestimmten Zeit, die wir aber nicht kennen. Dann hat er ein kleines Fläschchen Gift mit hineingepackt und last but not least hat er auch noch seine Katze mit hineingepackt. Ich hoffe nicht, dass es seine Katze war, war ja aber auch nur ein Gedankenelement. Die Katze, die lasse ich nochmal kurz raus, weil jetzt werde ich einmal kurz die Teile da drin installieren. So, jetzt mal alles hinrückeln. So, das hätte die Katze bestimmt auch nicht lustig gefunden, wenn ich sie schon vorher damit reingepackt hätte. Aber ohne die Katze funktioniert es halt nicht. Wenn man die Box jetzt geschlossen hat, dann sieht das ganze Konstrukt ungefähr so aus. Wir haben hier den Hammer, wir haben hier den Zeitgeber und wir haben hier das kleine Giftfläschchen. Was passiert nun also, wenn der Zeitgeber irgendwann mal ein Signal geben sollte? Nun, es wird hier diese kleine Kordel durchtrennt, der Hammer rauscht herunter und zerstört das Giftfläschchen. Was passiert dann? Ist natürlich ziemlich unschön für die Katze. Die Katze stirbt. Das könnte man jetzt sich ansehen, wenn die Box offen wäre. Dann wüssten wir ja, wann der Zeitgeber sozusagen die Kordel durchtrennt. Aber wenn die Box geschlossen ist, dann wissen wir nicht, wann dieses eintritt. Das heißt, solange die Box geschlossen ist, ist die Katze für uns gleichzeitig lebendig und auch tot. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber theoretischerweise ist es ja so, weil wir es nicht ganz genau wissen. Nun, was hat aber dieses Phänomen jetzt mit meiner Sammlung zu tun? Nun, das kann ich euch erklären. Ihr kennt das Phänomen vielleicht. Ihr habt eine solche Box, die noch nie geöffnet worden ist. Eine sogenannte Mint and Sealed Boxen. Wie kann ich aber jetzt herausfinden, ob der Inhalt, der hier drin ist, wirklich dem entspricht, was hier außen angegeben ist? Immerhin könnte es sich ja auch um ein Plagiat handeln. Oder aber es fehlen Teile. Das ist mir zwar noch nie vorgekommen, dass Teile aus Boxen fehlen, aber möglich wäre es ja theoretischerweise. Das heißt, hier hätten wir tatsächlich das Phänomen der Schrödingers Katze. Das, was hier drin ist, ist gleichzeitig richtig wie auch falsch. Wie würden wir das jetzt also herausfinden, was in so einer Box ist? Nun, eine Möglichkeit wäre wiegen. Dafür bräuchte ich eine Referenzbox, wo ich ganz genau weiß, was drin ist und wie schwer diese Box ist. Allerdings hat Wiegen auch immer einen kleinen Unschärfefaktor. Das heißt also, es muss nicht unbedingt das bis aufs Gramm genau richtig sein, was da als Ergebnis herauskommt. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel Röntgen, wobei mir dazu der Arzt fehlt, der mir sein Röntgengerät zur Verfügung stellt. Und außerdem weiß ich nicht ganz genau, was Röntgen hier mit den Plastikteilen macht, die hier drin sind. Dritte Möglichkeit wäre vielleicht Ultraschall. Das habe ich selbst noch nie ausprobiert, weil mir dazu natürlich auch das Equipment fehlt. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob man beim Ultraschall wirklich sieht, was hier als Boxinhalt mit drin ist. Die vierte und letzte Möglichkeit, die mir dazu einfallen würde, wären die Geräte, die am Flughafen benutzt werden, um Bomben in Koffern herauszufinden. Dazu bräuchte man natürlich auch so ein Gerät. Fehlt mir natürlich auch. Aber da kommt ihr jetzt ins Spiel. Habt ihr Ideen, wie man herausfinden kann, ob das, was hier in solchen Boxen drin ist, in irgendeiner Form korrekt sein könnte? Wenn ihr dazu Anregungen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir das doch bitte einmal unten in die Kommentare rein.
Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr gleich einmal meinen Kanal abonnieren, damit euch auch zukünftige Videos nicht entgehen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss aus meiner Quantum Storm Star Wars Collection und bis zum nächsten Video.